Bisher verläuft die Saison von Borussia Mönchengladbach durchwachsen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Mannschaft noch einmal bei den Europa-League-Plätzen anklopfen kann. Während sich ganz Deutschland über den verlängerten Winter ärgert, blüht Norweger Havard Nordfeldt bei diesem Wetter erst richtig auf. Schön, dass es frische Luft und ich könnte etwas härter trainieren auch, finde ich, wenn ein Körper hat so frische Luft als jetzt. Du hast diese Saison kaum ein Spiel verpasst. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Leistung? In 2012 war gut und 2013 ein bisschen nicht so gut, aber der kommt mehr und mehr jeden Spiel, finde ich. Und, aber nur eine Sache, das muss ich machen, das ist arbeiten hart jeden Tag und dann kommt er. Wie sehen genau deine Aufgaben auf der Doppel-6 aus? Das glaube ich, ich kann nicht sagen in einer Minute, aber ich muss arbeiten mit der Viererkette auch, offensiv mit dem Stürmer unterstützen und das ist eine wichtige Position und ich muss immer konzentriert bleiben. Aktuell seid ihr 3 Punkte hinter der Europa League. Wie optimistisch bist du, dass ihr noch den internationalen Platz erreichen könnt? Klar, man muss immer optimistisch sein und dann nimmt Spiel für Spiel, was wir immer hart gemacht haben. Und ja, 3 Punkte ist nicht viel, aber das ist schwer. Wir haben noch viele Spiele noch und ich glaube, jede Mannschaft wollte in Europa spielen. Jetzt gibt es das Spiel zwischen Platz 9, was ihr seid, und dem 10. Hannover 96. Ist das so eine Art 6-Punkte-Spiel, das euch zeigt, ob es nach oben oder nach unten geht? Ja, das ist ein normales Spiel. Immer wichtig mit 3 Punkten und jetzt ist es gegen Hannover und klar, die sind näher von uns und wir wollten immer dem Konkurrenten schlagen. Was für ein Spiel erwartest du da? Kämpferisch. Wir haben nicht so viel analysiert von Hannover jetzt, aber wir gucken ein Video und dann müssen wir gucken, wie wir spielen und Tor machen. Viel Erfolg dafür.